Willkommen bei Ihrer Sendung Afro-Diaspora Star Live TV. Heute geht es um Kultur. Deshalb treffen wir uns mit anderen Sternen der afrikanischen Diaspora. Es geht um Frau Donata Bomessa. Hallo, Donata. Ja, hi. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's super. Erstmal, wer ist Donata Bomessa? Ja, ich bin Donata Bomessa. Ja. Lebe hier in Deutschland seit, ich glaube, über 25 Jahre. Also ich lebe schon lange in Deutschland. Ich bin selbstständig, ich bin aber auch Angestellte, habe einen Sohn. Ja. Schön. Also ich weiß, Sie sind Veranstalterin, also Sie veranstalten Miss Kenia. Warum Miss Kenia überhaupt? Sie sind in Deutschland und warum haben Sie gesagt, okay, machen wir Miss Kenia hier in Deutschland? Ja, also die Idee zu Miss Kenia ist so gestanden, eigentlich mit den damaligen, diese Beauty-Shows, die immer im Fernseher liefen. Ich glaube, damals war, wie ist das? Germany's Next Topmodel, genau. Ja. Das war irgendwie teilweise so eine Inspiration dazu, das zu machen, weil ich viele Freunde habe, die sich diese Sendung angeguckt haben und sich das auch immer irgendwie teilweise gewünscht, daran mal teilzunehmen. Und es war halt schwierig für Frauen oder Mädchen aus unserer Community, an diese Show teilzunehmen. Ja. Da wurden meistens vielleicht dann höchstens einer oder zwei oder anfangs gar nicht. Ja. Erst Jahre später wurde dann unter anderem Sarah Nuru, die auch nun jetzt Black war, mit aufgenommen und es wurde dann mehr und mehr. Damals wir kaum, genau. Ja. Und deswegen dachte ich, warum soll ich denn eine eigene Plattform zu gründen, wo wir unsere Mädchen auch halt zeigen können, ne? Ja. Wo unsere Mädchen sich auch eben zeigen können. Mhm. Kommen Sie die Mädchen aus Kenia oder das ist nur für Kenia? Es ist nur Miss Kenia und ich muss dazu sagen, es fing als Miss East Africa an. Ach schön. Aber das hieß, das heißt, nur Mädchen aus Ostafrika könnten daran teilnehmen, die dann auch aus Deutschland kamen, überwiegend aus Hamburg. Aber dafür hatten sich zu wenige aus Ostafrika beworben. Wir hatten über 90% der Mädchen waren aus Kenia. Deswegen hatte ich dann mich dazu entschieden, das nächste, die nächste Show dann eben Miss Kenia Germany zu nennen, weil eben viel mehr Bewerber aus Kenia kamen als aus den anderen Ländern. Ja, schön. Ich finde das interessant. Also für die Veranstaltung gibt es Schwierigkeiten, auch vor allem hier in der Diaspora, das zu organisieren überhaupt? Oder haben Sie immer, ne, das war ganz einfach, die Veranstaltung? Oder wie war es? Also es ist schwierig. Also damals war es schwierig, weil man, also die Fans, also die Sponsorensuche, es gestaltet sich schwierig. Und ja, man musste gucken, dass man das selber irgendwie auf seine eigene Tasche irgendwie stemmt. Ja, ne? Ja, genau. Apropos Finanzierung, wollte ich auch hinausgehen. Haben Sie immer Sponsoren gefunden oder das war auch schwierig, Sponsoren zu finden? Das war damals definitiv schwierig, Sponsoren zu finden. Heute finde ich, ist das ein bisschen einfacher schon, ne? Weil, weil wir jetzt viel mehr im Vordergrund rücken. Uns mehr zeigen, die ganzen Sponsoren auch uns sehen, wissen, was wir also tun. Also wir sind einfach mehr Präsenz jetzt. Gut. Ja. Nicht so wie damals. Damals waren wir so, war vieles Underground, ja. Sind Sie nur Sponsor aus Deutschland? Sind deutsche Sponsor oder auch nur Afro- oder afrikanische Sponsor sind auch dabei? Die Sponsoren sind überwiegend oder hauptsächlich immer Firmen, Businesses, die immer auch irgendwie in Afrika eine Verbindung haben. Ne, die mussten ja auch irgendwie schon davon irgendwie profitieren. Ne? Ja. Und wie lange machen Sie diese Veranstaltung schon? Wie lange gibt es Kenia, würde ich so sagen? Die erste Show haben wir 2008 gemacht, eben als Miss East Africa. Ja. Und dann Jahre später hat sich dann eben das zur Miss Kenia umgewandelt. Genau, und ja.
So weißt du, wie viele Leute nehmen so teil an dieser Veranstaltung Miss Kenia? Ungefähr sowas. Von 10 bis 20. Also die meisten, wo ich hatte, die meisten Teilnehmer hatte, war 20. Also die höchste Teilnehmerzahl, die ich hatte, war 20. Und ich habe dann selber auch irgendwann gesagt, nee, 20, das ist viel zu viel. Schaffe ich nicht, weil so eine Horde Mädchen oder so viele Mädchen irgendwie zu managen, zu coachen, ist schon schwierig. Wie viele Zuschauer, also wenn Sie das organisieren, ungefähr, wie viele Leute, die da kommen, genau, um das so anzuschauen? Zwischen 300 bis 600. Oh, das ist schon groß. Meistens Miss, ne, Anführungszeichen, sie immer kontrovers diskutiert. Was halten Sie davon? Das hat sich geändert, finde ich. Ne? Damals war wirklich ja, wenn du, um eine Misswahl teilzunehmen, musst du irgendwelche bestimmte Körpermaßen haben. Ne? Du darfst nicht so große Brüste, nicht so großen Po, du musst schlank, du musst eine bestimmte Größe haben, du darfst nicht verheiratet sein, du darfst kein Kind haben. So, das hat sich ja jetzt mit all der Zeit verändert. Also wir haben Mädchen, die nicht besonders schlank sind. Ja. Ne? Wir haben unterschiedliche Körpergrößen, egal ob du klein, groß, egal ob du Kind hast, kannst du mit bei Miss Kenya Germany mitmachen. Und ich glaube auch sogar bei der Miss Germany selbst, da wurden auch schon die Bedingungen geändert. Das ist auch nicht mehr so, dass du da jetzt nur teilnehmen kannst. Wenn ich weiß, dass auch bei Deutsch, es gibt auch Miss Kurve. Für die Leute, die ja genau, es gibt ja jetzt aber bei uns ist es immer so egal, welche Korpulenz du hast, so darfst ja sein. Bei Miss Kenya Germany auf jeden Fall. Ja, schön. Ich war auch letztes Jahr dabei, das war echt super. Yeah. Ich habe auch viele Frauen gesehen, sie waren schön korpulentisch, nur sehr filiform, wie man schön immer so in den Medien mal ansieht, aber das ist schon aber genau das meine ich ja, mit dieser Plattform wie Miss Kenya Germany oder Miss Ghana, Miss Nigeria, da können wir uns wirklich so zeigen, wie wir auch sind. Ne? Mhm. Es ist offener geworden. Mhm. Welchen Nutzen hat diese Veranstaltung für uns als Frauen erstmal und auch als, als Afrikaner? Es ist mal selbstbewusst, weil es kommen viele Mädchen am Anfang, die noch mal sehr schüchtern sind. Ne? Aber wenn sie denn bei so einem Miss Kenya mit Germany lernen, sie auch sich selbst zu vertrauen. Mhm. Die lernen ja auch mit anderen Charakteren, also die als Gruppe. Ja. Da kommen ja viele Mädchen, jeder mit seinen einzelnen Persönlichkeiten, ja. Genau. Und die lernen untereinander viel, finde ich. Und weil hier in Deutschland sind die ja meistens, entweder wohnen die alleine oder die kommen von irgendeinem Dorf. Und wenn man dann immer so zu Miss Kenya, diese ganze Gruppengemeinschaft oder die Mädchengemeinschaft, das ist dann immer schon so ein Stück, wird ein Stück Heimat auch, finde ich. Das ist schön. Ich finde das nicht nur da, sondern auch unter uns Afrikaner auch schön wie eine Verbindung abzubauen, ne, zwischen Osten und auch Westen, dass wir oder Süden. Genau. Wenn alle teilnehmen dürfen, natürlich, Sie haben auch das schon gesagt, dass sie mehr unter uns auch weitergeht, oder? Doch, finde ich auch. Und ich stelle mir manchmal vor, oder ich frage mich mal, wäre ich jetzt irgendwie nicht in Deutschland, hätte ich so Möglichkeiten nie gehabt, irgendwie mit der nigerianischen Kultur, mit der ghanesischen Kultur oder mit der Kultur aus Togo, also kennenzulernen. Ne? Das war mir nur möglich, nur hier in Deutschland. Und zwar durch solche Veranstaltungen wie eben Miss Kenya, Miss Nigeria, Miss Ghana. Oder Miss Togo. Oder Miss Togo. ich bin am Überlegen, weil jetzt gerade dieses Jahr habe ich ganz viele Sachen, die ich noch irgendwie erledigen muss oder machen muss oder auch gerne mache. Ja. Und ich denke, es wird ein bisschen zu kurz kommen. Also ich schaffe es nicht. Ich würde auf jeden Fall vielleicht so ein Zusammenkommen, so ein Get-Together, aber nicht, dass ich ein Jahr das erstmal ein bisschen aussetze und dann nächstes Jahr wieder. Genau. Ja, immerhin, das ist neue Projekte. Und apropos, haben Sie auch für andere Projekte in der Zukunft? Nee, ich habe ja drei große Projekte oder meine Babys, so Miss Kenya habe ich und dann habe ich noch Afro-Shake.
Genau, und das sind so die Projekte, wo ich eigentlich immer damit zu tun habe. Und noch mehr dazu möchte ich eigentlich nicht. Aber wenn dann, dann werden wir auch noch mal drüber sprechen, finde ja, ich, oder? Genau. Ja, genau. Und ich mache ja auch noch andere Veranstaltungen. Ne? Ja? Genau, Food Festival mache ich jetzt auch. Ja, und Konzerte, genau, machen wir auch ab und zu. Ja. Ich glaube, das reicht. Sie sind nicht nur Veranstalterin, sondern auch Unternehmerin. Sie haben auch gerade gesagt, Sie haben auch Afro-Chic gegründet. Und was ist Afro-Chic? Afro-Chic ist ein Online-Shop, wo man afrikanische Modemarken kaufen kann. Und ich bin total happy. Dann haben wir nämlich auch einen physikalischen Store in der Hamburger Meile. Kommen also gerne vorbei. Ja, unbedingt. Wir schreiben auch alle Adressen da unten und verlinken das auch. Ja, genau. Und was gibt es? Was ich verkaufe, also Klamotten, Accessoires. Ja. Bis jetzt. Aber es kommen noch Schuhe, werden noch kommen. Ja, alles, was man so. Zum Beispiel, was Sie gerade auch anhaben, Oberteil oder was anderes? Ja, die haben wir leider jetzt nicht mehr, aber ja, aber noch das gab es auch. Viel Überraschungen. Also komm einfach vorbei. Afro-Chic an der Hamburger Meile, haben Sie gesagt. Hamburger Straße. Hamburger genau. Straße. Haben Sie ein Schlusswort? Also ja, Schlusswort oder Ratschläge für die junge afrikanischen Afro in der Diaspora? Nee, was ich denen raten würde, ist es, an sich zu glauben. Ja. Und auf jeden Fall, wenn sie sich was vorgenommen haben, unbedingt dranbleiben, nicht so schnell aufgeben. Ja. Auch wenn es manchmal total schwierig wird, auf jeden Fall immer dranbleiben. Das, irgendwann wird sich das lohnen. Auf jeden Fall. Genau. Dankeschön. Das war mir echt eine Freude, ihn bei uns zu haben. Und ja, danke, dass Sie uns während der gesamten Sendung begleiten haben. Wir sehen uns nächstes Mal, um einen anderen Stern der afrikanischen Diaspora zu entdecken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.